Moin moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Shadow of War und wir werden hier gleich attackiert. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie so ein krasser Hauptmann. Im letzten Part haben wir Nebenmissionen weitergemacht und das machen wir in diesem Part jetzt auch, die letzten hoffentlich. Und jetzt haben wir Faelas, hoffentlich. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben jetzt hier Faelas, richte Orks hin, die sich dem hellen Herrscher nicht unterwerfen wollten. Ja, machen wir das mal. Was verlangte den Einfall in Mordor? Faelas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Besiege mehr Orks, töte Orks mit Explosion, töte einen Drachen. Okay, ich muss mehr Orks töten als die Drachen. Alter, what the hell? Kann ich den Drachen killen? Yo. 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 Hab ich ihn runtergeholt, den Drachen? Yo. Dem geht's ja gar nicht so gut, dem Drachen. Frontchen. Komm, rauf da auf den Drachen. 15 Orks mit einer Explosion töten. Habe ich den jetzt komplett hingerichtet? Nein, das ist noch keine komplette Hinrichtung. Das war eine komplette Hinrichtung, doch. Weil der ist einfach mal geköpft worden von uns. So, jetzt haben wir 4 gekillt mit einer Explosion. Wo haben wir denn noch explosive Fässer? Aua. Oh, da können wir explodieren lassen. 7 von 15 und wir müssen mehr killen als die Drachen. Wo sind denn noch mehr? Warte mal. Da hinten ist noch so ein Ding. Hier. Ja, ja, Gesundheit aufzehren. Ich will aber das explodieren lassen. 8, belastend. Das reicht nicht. Und Elbengeschosse muss ich auch neu aufsammeln. Oh, der Drache hat 14. 14 gekillt. Die Drachen. Spawnen die wieder? Jo. Also spawnen die Grogfässer wieder oder nicht? Komme ich denn da ran an die Leute? Ich bin denen ja irgendwie egal gerade, oder? Die kümmern sich ja irgendwie gefühlt nur um die Drachen, die Leute. Erstmal Elmwut, Elmwut. Das gibt uns schon mal einen großen Vorsprung, glaube ich. Zack, zack. Jo. Oh, jetzt haben wir hier, können wir hier explodieren lassen. Das hat uns leider nichts gebracht. Nein, der speit Feuer. Wow, holy shit, wusste ich gar nicht, dass die Feuer speien. Haben wir hier irgendwas zum explodieren lassen? Nee. Ich brauche was, was ich explodieren lassen kann. AB aufzehren, das ist dieses schnelle Aufzehren, perfekt. Da habe ich alles verkackt, was man aufzehren kann. Was man explodieren lassen kann. Habe ich alles genutzt? Als wenn ich da jetzt alles genutzt habe. Kann man hier noch was explodieren lassen? Freunde? Warte mal, Elbenlicht. Ist das eine Explosion? Ah, das betäubt leider nur. Sag mir nichts, hier ist nichts mehr, was ich explodieren lassen kann. Okay. Dann habe ich es ein bisschen verkackt. Also den Drachen, das zu schaffen war easy. Mit den Drachen killen. Jetzt muss ich nur erneut versuchen. 15 Orks mit einer Explosion. Schade, das hätte ich fast first try geschafft. Okay. Das heißt, ich konzentriere mich erstmal auf den Drachen, leg den um. Was verlangte den Einfall in Mordor? Faelas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Fällt der jetzt nicht schon? Sag mir nicht, dass der noch nicht fällt. Der hat so viel Damage bekommen, der Bro. Als ob der noch nicht fällt. Bam. Doch, da hinten fällt er. Ich will den killen. Nein. Habe ich noch... Nein. Sag nicht, die haben den gekillt. Komm. Ich will den killen. Bam. Explosion. Habe ich den gekillt, den Drachen? Komm. Hinrichtung. Ja. Perfekt. Komm, das ist jetzt möglich. Vor allem, wenn die Uruks da hinten einfach respawnen.
Dann kann ich nämlich die Feuer hier nutzen. Komm her. Kommt her, ihr ganzen Uruks. Kommt doch mal hierher, zu mir. Los, wo sind die ganzen Uruks? Los, komm her, Bro. Komm her, Bro. Wie viel habe ich gekillt? 10 von 15 jetzt durch Explosion. Wo haben wir noch mehr explosive Fässer? Da hinten. Da sind zwei Dudes, die noch daneben stehen. Lol, es hat nur einen erwischt. Als ob. Als ob es da nur einen erwischt hat. Das ist belastend. Wo habe ich noch Explosionen? Ist da hinten noch was Explosives? Ich muss Uruks killen erstmal noch ein bisschen. Mit der Elbenwut sollte ich das eigentlich schaffen, aber wo habe ich noch explosive Sachen? Wie die nur die Aggro auf die Dinger haben. Auf die Drachen. Habe ich hier nichts mehr Explosives? Ach komm, no chance. Doch, das Feuer noch. Kommt. Kommt her, ihr Pisser. Los, die Uruks müssen alle hierher kommen. Warte, den Drachen hole ich runter. Den hole ich jetzt einfach runter. Okay, er flieht einfach mit dem Uruk. Können die jetzt alle mal hierher kommen? Ja, komm. Kommt her. Kommt her, Leute. Verfolgt mich. Nicht diese Kackdrachen. Los. Aber auch einfach zu wenig gerade gelegt, ne? Zu wenig Uruks. Kommt her. Oh, Leute. Ihr seid so dumm. 14. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Komm, falls ich noch irgendwie gleich eine Explosion schaffe. Komm, jetzt einfach ganz viele Uruks killen. Falls ich irgendwie noch eine Explosion schaffe. Habe ich noch irgendwo eine Explosion hier? Im Gebiet. Komm, sag nicht, dass ich hier nichts mehr Explosives habe, was ich hochgehen lassen kann. Nee, schade. Da noch? Komm, übersehe ich was? Schade. Das war close. Ein Uruk hat mir gefehlt. Okay, das ist nicht einfach. Logischerweise ist es nicht einfach. Was verlangte den Einfall in Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Drauf da auf den Drachen. Schön die Headshots verteilen, Half-Life bringen. Und dann hin. Komm her, du scheiß Vieh. Du bist doch schon fast tot. Oh Gott, komm, schnell hin da. Schnell hin zu dem Drachen. Oh, der ist weit weg. Come on. Come on, Celebrimbor. Als ob. Dude, come on. Hinter. Los. Schattenangriff, ja, ja. So, ich habe noch keinen Uruk gekillt, ich weiß. Aber vielleicht gleich einen Drachen. Nein, hau nicht ab. Du haust nicht ab, Freundchen. Du bist doch schon tot. Ist er tot? Komm, sag mir, dass er tot ist. Ja. Wir haben den Drachen gekillt. Okay, jetzt die Explosionen. Wie kriege ich das am besten hin? Wo haben wir hier... Hier haben wir gar nichts an Explosionen. Ich habe noch einen Uruk gekillt und die haben schon 20. So, wie kriege ich das jetzt mit den Explosionen am besten hin? Ich muss sie da irgendwie versammeln. Aber die greifen nur die Drachen an. Warum? Null. Das war richtig scheiße. Zwei, das war auch scheiße. Das sind auch nur zwei. Kacke. Hier ist ein Grogfass, das richtig krass abgeht. Wenn dieser scheiß Drache jetzt aufhören würde und hierher kommen würde, also einfach mal runterkommen würde, der Drache. Könnte man dann nicht das Grogfass hier in der Nähe? Wie ist das explodiert? Sag es sich, der Drache hat das gekillt. Ja, das kann ich hardcore vergessen. Das ist ja mein schlechtester Try überhaupt. Das kann ich noch freischalten, was mir... Der Drachenreiter könnte mir helfen. Lol, warte mal. Der Drachenreiter könnte mir tatsächlich helfen.
Wir können Drachen reiten. Können die explosiven Damage machen oder so? Was verlangte den Einfall in Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Füge einem Drachen Schaden zu, um ihn zu brechen. Ja, das machen wir sofort. Nein, warte, das ist gut. Warte, jetzt kommen die doch alle hierher, oder nicht? Kommen die jetzt nicht alle? Er macht's einfach kaputt, der Drecksdrache. Gebrochen ist er noch nicht, okay. Ein Uru gekillt. So, den kann ich jetzt beherrschen, gut. Wie macht der... Und wie macht er diesen Sturzangriff? Ja, gut. Ja, okay. Oh, warte mal. Flammenatem. Hat das jetzt nicht zum Explodieren gebracht? Warte mal. Hat das jetzt das Fass zum Explodieren gebracht? Da hinten ist noch ein Fass. Aber da sind keine Uruks in der Nähe. Oh, belastend. Wieso kann ich die jetzt... Kann ich die da jetzt alle mal... Warte mal. Komm, ich will die alle mal hier versammeln. Komm her, mein Drache. Komm her. Die ganzen Uruks müssen hierher. Los, kommt her. Ihr scheiß Uruks. Wo ist mein lieber Drache? Da ist noch ein Drache, den ich beherrschen könnte. Wenn ich nicht dumm bin. Komm, 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 komm. Ich habe keine Schüsse mehr. Oh, hier sind doch jetzt viele Uruks. Komm, gib mir Schüsse. Da hinten ist auch ein Grogfass noch. Komm. Ja, das ist gut. Und jetzt noch da. Wo ist das Feuer? Das Feuer ist gelöscht. Hör auf. Das war's doch schon wieder, ne? Uff, uff, uff. Schwierig. Habe auch keinen Drachen diesmal gekillt. Wie, die Orks... sind halt irgendwie nur in der Nähe von diesen Drachen. Die haben gar keinen Bock auf mich, die Uruks. Das war einer, der durch die Explosion gestorben ist. Warum sterben nicht die auch dadurch? Warum werden die nicht angezählt, die verbrennen? Das ist doch lächerlich. Schatten aufsitzen, ne? Komm her. Pisser. Kann ich jetzt nicht den Drachen einfach killen? Damit? Oder wie läuft das jetzt hier? So, ich habe jetzt einen Drachen. Da sind kaum Uruks. Ich habe keine Elbenschüsse mehr. Da hinten sind Grogfässer, aber da sind auch kaum Orks. Hier sind noch Fässer. Da ist noch ein Feuer. Da ist noch ein Feuer. Wo sind die Orks? Kommt her, Mann. Leute, kommt her. Was ist euer Problem? Warum geht ihr nicht auf mich? Jetzt folgen mir ein paar. Komm, hier sind welche. Komm, folgt mir. Folgt mir, folgt mir. Jo, hier sind ein paar. Hier sind Leute. Komm. Komm. Bam. Das war gut. Das waren 7 auf einen Streich. Holy shit. Das war richtig gut. Ist hier noch ein Fass? Nein. Hier können wir auch nichts zum Explodieren bringen. Okay. Dann muss ich jetzt da vorne alles zum Explodieren bringen, ne? Richtig? Ja. Kommt her!
Yo, hier sind viele Leute. Komm. Hier sind doch jetzt richtig viele. Kommt. Warum kommen die nicht her? Warum kommen die Leute nicht auf mich? Warum gehen die nicht auf mich? Was ist deren Problem? Warum greifen die mich nicht an? Kommt her, Mann. Ich will eure Aggro. Was ist euer Problem? Elf. Komm, komm. Vier noch. Vier noch. Komm. Da stehen drei. Komm. Irgendwie. Ja, ich muss versuchen. Schaffe ich vier damit? Nee. Schade. Ich habe auch kein... Ach, ich habe gerade gesehen, ich habe keinen Drachen gekillt. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal einen Drachen hinrichten, als ihn zu beherrschen, oder? Am Anfang. Macht das mehr Sinn, die Drachen hinzurichten? Was verlangte den Einfall in Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten. Und er sollte dafür büßen. Oh ja. Nicht, dass mir am Ende dann fehlt, wenn ich das schaffe, die 15 explodieren zu lassen, dass ich noch einen Drachen hinrichten muss. Ich meine, hier, zack, zack, zack. Es sind so viele Fässer. Ich habe jetzt, what the hell, ich habe 10 gekillt. Wenn das jetzt nichts wird, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht weiter. Jetzt muss ich den Drachen killen. Komm, komm runter, Drache. Komm. Ich brauche Pfeile, sehe ich gerade. Wo ist der Drache, der fast tot war? Da. Komm. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Drachen. Scheiß auf das Explodieren. Ich glaube, das schaffen wir tatsächlich. So, komm. So, Hinrichtung von dem Drachen. Ich glaube, diesmal sollten wir es schaffen mit dem Explodieren. Perfekt. Das war die Drachenhinrichtung. Jetzt lassen wir das Ding explodieren. Als ob das nicht gereicht hat. Okay, gucken wir nochmal da hinten. Haben wir hier noch was zum Explodieren? Oder habe ich alles weggeschossen vorhin? Ja, es scheint so, als hätte ich alles weggeschossen. Okay, jetzt habe ich leider nicht so viele Orks gekillt. Uruks. Momentan noch nicht zumindest. Der ist gebrochen, der Drache. Hier ist noch ein Drache. Den wir jetzt runtergeholt haben anscheinend. Jetzt komm. Bam. 11, was? Was? Da standen mindestens 3 daneben. Das kann nicht angehen, dass das nur einer war. Den wir da gerade erwischt haben mit dem Ding. Komm. Als ob das nicht angerechnet wird mit den Explosionen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, dass diese Feuerexplosionen nicht angerechnet werden. Wir haben alles geschafft. Außer das Wichtige. Und uns fehlen auch ein paar Uruks gerade, wie ich sehe. Tja. Dann würde ich sagen, haben wir versagt. Mal wieder jetzt in dem Try. Das ist doch zum Kotzen. Dass die Fässer, dass es aber auch nur so wenig gibt, ist richtig ätzend. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Oh Mann. Das ist ja noch schlimmer als die Karagor-Mission. Komm, Alter. Was verlangte den Einfall in Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Das waren jetzt 9 durch Explosion. Das ist einer weniger als eben. Leider. Was bringt mir das jetzt, wenn ich die hier habe? Vielleicht sollte ich mich jetzt erstmal auf den Drachen konzentrieren, der Aggro auf mich hat. Autsch, schön den Fuß geholt. Jo. Das ist auch eine Instant-Hinrichtung bei Drachen. Crazy. So, jetzt folgen mir die. Komm.
Jetzt folgen mir hier ein paar Uruks. Komm. Jetzt habe ich 12. 3 erwischt gerade dadurch. Das ist perfekt. Oh, komm. 14. Komm. Ich muss doch noch einen durch das Feuer da hinten erwischen können. Komm, bitte. Bitte, lass einen neben dem Feuer stehen. Komm. Gib mir einen Uruk, der hierher kommt. Komm. Komm her, du Pisser. Oder lass hier einen direkt daneben spawnen. Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Komm her. Komm, der möchte den Drachen fighten. Komm, perfekt. Komm. Wie? Wieso ist das Feuer jetzt gelöscht? Sag nicht, dass das jetzt real ist. Sag mir nicht, dass das jetzt real ist. Wieso ist das blaue Feuer gelöscht, das Seelenfeuer? Keine Ahnung, ob es Seelenfeuer ist. Das ist nicht passiert. Come on. Ist da noch eins? Nein, das ist einfach nur ein brennender Uruk. Sag nicht, dass das passiert ist. Hat der Drache das Feuer... Warte. Komm. Perfekt. Und jetzt muss ich nur mehr killen als die. Und jetzt setze ich die Elbenwut ein und schaff das auch. Easy. Bitte. Lass mich mehr Uruks killen als, die Drachen. Komm. Ich bin gut im Zeit... Ja, ich hab... Das sieht gut aus. Komm. Komm. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Oh nein, das ist nicht gut. 8 nur noch vor. Oh, komm. Bam, weg mit dem. Da hinten ist ein Drache gebrochen. Komm, das sieht gut aus. Komm. Komm. Geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dafür, dass der erste Try so gut aussah. Holy shit. Faelas ist geschafft. An den Rand der Niederlage. Doch die Gerechtigkeit entzieht sich mir. Bisher. Alter. Das war crazy. Und da haben wir noch so ein Ding. Und die Artefakte und das Itidin. Oh, ich wollte doch in diesem Part alles schaffen. Komm, Hinder. Schnellreise. Tja, dann wird das wohl ein längerer Part, ne? Weil vielmehr möchte ich eigentlich nicht an Parts mit Nebenmissionen nicht verschwenden, aber nutzen. So, jetzt haben wir hier noch ein poliertes Juwel. Das setzen wir natürlich ein. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Bogen 12% Gesundheitsraub. Perfekt. So, auf in die Richtung. Gott, war das crazy gerade. Ja, das war echt schwer. Kann man nicht anders sagen. Oh, Olok, weg da. Vor den Oloks habe ich echt Respekt. Also natürlich auch vor den Uruks und den Kommandanten. Die normalen Uruks okay, aber die Oloks, das sind crazy Mofos, glaube ich. Ah, schönes Juwel. Bam. Verbrenn mal, mein Freund. Alter, ist einfach ein Grauk. Oh, da sind Informationen, die wir nutzen können. Dann können wir nämlich den letzten Hauptmann auch noch aufdecken. Okay, wir haben schon alle aufgedeckt. Ach, den konnten wir ja nicht aufdecken. Ja, dann die Häuptlinge jetzt, wa? Okay, Häuptling. Arbenu der Schlinger. Panische Angst vor Grauks. Okay. Fürchtet sich vor Karagors. Fernkampfangriffe, Hinrichtung und Feuer machen ihn Damage. Er ist frostfest. Alter, der Schlinger. What the fuck? Er ist erzürnt durch Schwäche. Ja, okay. Er ist ein Brecher. Schwergerüstete Kämpfer, die gewaltigen Schaden aushalten. Ja, das kennen wir. Welle der Macht kennen wir auch. Und Stärke der Oloks. Und epische Entschlossenheit. Heilt sich mit außergewöhnlicher Willenskraft im Kampf selbst und vollständig.
kann unterbrochen werden. Ja, moin. Weiter. Den Grauks geht's nicht so gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Was ist das hier? Bellas oder Bella? Nutze die Stärke eines Grauks, um die Ghoul-Plage zu eliminieren. Das machen wir doch. Bellas, die Orks achten Stärke. Stammen sie von einem Grauk, einem Häuptling oder einem Ring. Doch in Mordor macht Stärke einen Ork zu einem verlockenden Ziel. Werde innerhalb der Zeit fertig. Töte Ghouls mit Feuer. Flammenatem. Ah, lol, okay. Ja, gut. Geht das dauerhaft? Ich bin vergiftet, oder? Komm. Als ob das da hinten nicht hinreicht. Aua. Aua. Komm, Ghouls, stirbt. Oh, das reicht noch nicht, okay. Alter. Ich glaube, meinem Grauk geht's nicht mehr so gut. Okay, nächste Plage erreichen. 80, die letzte Plage. Okay, das ist die letzte. Das ist nicht gut. Dann muss ich die hier mit Feuer... Oh. 61 von 100 gekillt. Komm, Feuer, Feuer, Feuer. Gut, das hätte ich, glaube ich, packen können, hätte ich das von Beginn an gewusst. Da hinten kommen noch welche. Hier links kommen unzählige, die ich schön verbrennen kann. Zwei noch mit Feuer. Okay. Und jetzt muss ich nur noch ein paar killen. Ich glaube, meinem Grau geht es nicht mehr so gut, richtig? Ja. Drei Ghule noch killen, komm. Das schaffe ich auch so. Oh Gott. Zum Glück musste der Grauk mich überleben. Perfekt. Bellas tatsächlich auf First Try geschafft. Sehr geil. Wichtiger als bloße Kraft ist die Fähigkeit, sie zu führen. Selbst wenn es nicht die eigene ist. Oh yeah. Halt, ich wollte einen Fähigkeitspunkt, habe ich doch bekommen. Habe ich nicht einige Fähigkeitspunkte dazu bekommen? Erstmal habe ich noch ein krasses Juwel bekommen. Oh, das können wir mal schön schmieden. Ja, sehr gut. Und das Juwel setzen wir... Oh, hier, in den Ring. Den müssen wir ja noch freischalten, den Juwelenplatz. Komm, rein da. Hauptmänner erhalten automatisch 3 Stufen, wenn sie rekrutiert werden. What the fuck? Ja? Ja? Und dann kann ich, glaube ich, noch Fähigkeitspunkte verteilen, ne? Ja, ein. So, und zwar... Schatzsuche, sammle automatisch Beute von besiegten Feinden ein. Oh ja, easy, dann muss man das nicht mehr aufsammeln. Das ist schön. Sehr cool. Oh, wir machen guten Fortschritt. Das gefällt mir. Obwohl wir da jetzt so lange an diesem Drachending hingen, machen wir guten Fortschritt. Da oben ist das Artefakt, okay. Perfekt, und wir haben fast alle in der Armee aufgedeckt an Uruks. Perfekt. Dieses Ruder stammt von einem Langschiff, das in der Bucht von Belfalas angespült wurde. Es ging sicher durch viele Korsarenhände, bevor es seinen Weg ins Landesinnere fand, wo ich es vor Jahren auf dem Wagen eines Händlers erspähte. Oft fragte ich mich, welche Hände damit ruderten. Waren es die schwieligen Hände eines Sklaven oder die eines verwegenen Korsaren aus Umbar? Ich werde es wohl nie erfahren. Nee, das wirst du auch nicht. Interessantes Ruder sah für mich aus wie ein Paddel. Aber vielleicht ist das auch damit gemeint. So, jetzt müssen wir da in diese Hochburg. Was nützt ein Ruder ohne sein Boot? Und so weit weg vom Meer. Es erinnert daran, dass Mittelerde auch über die Grenzen Mordors hinausgeht. Oh ja. Jetzt müssen wir da in die Burg. Und ich hoffe, dass wir es packen. Die Artefakte da einzusammeln. Sie brüsten sich damit, Bestien zu zähmen. Ihre Bestien werden uns nicht von der Feste fernhalten. Nö, werden sie auch nicht. Jetzt habe ich hier nämlich ein paar Karagors gerufen, damit die ein bisschen abgelenkt sind alle und ich hier ein bisschen mich bewegen kann.
Haben wir hier eigentlich mal ganz kurz dumm geguckt? Haben wir hier einen Hauptmann in der Nähe? Wie, der Tag? Wer hat mich entdeckt? What the fuck? Warum entdeckt er mich? Ja, ja, du hältst mal deinen Sabbel und verlierst deinen Kopf. So, da hinten müssen wir hin. Perfekt. Dann geht's da lang. Und das ist so halb in der Festung. Sehr schön. Oh. Mein erster Ausbilder sagte immer, vertraue auf dein Training, nicht auf deine Rüstung. Selbst eine präzise gearbeitete Rüstung kann einem harten Schlag nachgeben, doch ein geschickter Krieger weicht aus, sodass der Schlag ihn gar nicht erst trifft. Nun trifft es Minas Ithil. Manchen Schlägen können wir nicht ausweichen. Deshalb tun wir unser Bestes und stehen verwundet wieder auf. Na klar. Natürlich stehen wir wieder auf, so wie immer. So, weiter geht's. Zwei Artefakte noch und dann ein Ithil. Eine Zeremonienrüstung sein, doch sie scheint stabil genug. Ganz recht. Gondor hat zurzeit wenig Anlass zu Feierlichkeiten. Zwei Artefakte noch, ein Ithidin und dann müssen wir auch noch das Rätsel lösen, die Hügelgräber. Also ich hoffe, dass wir das in diesem Part schaffen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. So, Häuptling. Unbekannter Häuptling, Shark der Wissende. Okay, scheint ziemlich nervös zu sein. Er ist entflammbar und anfällig für Schleichen. Kriegt Schaden durch Fernkampfangriffe, Hinrichtung und Bestien. Er ist erzürnt, wenn er Ghule sieht. Maschinenstamm schlechter, Level 20. Er ist schlechter, ja, kennen wir. Maschinenhaken und Frontkrieger. Okay, das ist also der Häuptling. Der eine Häuptling, den wir nicht aufdecken können, wird das der erste Häuptling sein, den wir rekrutieren? So, gibst du mir Geld oder ein Juwel? Du gibst mir ein Juwel. Und das sammle ich jetzt ja auch instant ein, das ist so schön. Und du gibst mir noch ein Juwel. Oh, das ist ja ein Traum mit dem Instant Einsammeln. Ja, ja, der Weitläufer, Leuchtfeuer. Hier, Juwel, gib's mir. Es geht deutlich schneller. Gib's mir, das Juwel. Aua, Karagor. Der Weitläufer, Karagor. Leuchtfeuer ist gleich entzündet. Eieiei. Jo, da schlägt wirklich ein Alarm. Egal, wir sammeln das Artefakt in Ruhe ein. Weil wir es können. Gondors Wurzeln sind echt. Denn unser Reich ist eng mit dem Weißen Baum verbunden, unserem wichtigsten Symbol und unserer größten Inspiration. Isildur selbst gab unserem Volk den Setzling, der zum Weißen Baum heranwuchs, und er überlebte Saurons Angriffe, Seuchen und mehrere Umpflanzungen, als der Krieg Gondors Grenzen verschob. Heute steht der Weiße Baum in unserer Hauptstadt Minas Tirith, doch er wird nicht blühen, bis der König zurückkehrt, wie mein Vater einst sagte. Weiße Baum also. Da ist wirklich ein Feind, der Alarm schlägt, ne? Krieg ich das noch aufgehalten? Der Weiße Baum. Ein Symbol Gondors. Deine Nation wird bald mehr als Symbole brauchen, um sie anzuspornen. Celebrimbor wieder. Wie er leibt und lebt. Ja, ja, Ork-Verstärkung. Die sollen wir alle machen hier. Ui. Wir Gondoraner sind ein Seefahrervolk. Auch wenn unsere Schiffe meist Küstengewässer und Flüsse befahren und nur selten das offene Meer. Das war aber nicht immer so. Unsere Vorfahren, die Numenora und ihre elbischen Verbündeten, segelten in Schiffen wie diesem in fremde Länder. Seefahrer behaupten sogar, man könne so weit hinaussegeln, dass man nirgendwo mehr Land erblickt. Kaum vorstellbar, also muss ich es mir wohl eines Tages selbst ansehen. Wow. Wie schön. Also wirklich cool gemacht. Sind die Elben wirklich in Schiffen wie diesen gesegelt? Im ersten Zeitalter gehörte dies zu den einfachsten Schiffen unserer Flotte. So, warte, ITD noch eben holen? Okay. Ja, interesting. Interesting. Also der eine Hauptmann, den können wir ja nicht aufdecken. Vielleicht wird das ja genau der, den wir laut Story rekrutieren müssen. So, Fähigkeitspunkt haben wir bekommen. Was machen wir hier?
Oh, wir machen den tödlichen Geist. Halte Y gedrückt, während du einen Feind mit unlockst, um einen Geist zu hinterlassen, der dein Ziel tötet. Okay. Und dann müssen wir noch das machen und dann können wir die anderen gucken. Diese Vergeltung. So. Stell dich, Waldläufer, sagt er. Oh Gott, ist der weggeflogen, Alter. What the hell? Der ist gerade richtig schön geflogen. Alter, hier ist die Burg. Und da hinten, hinter der Burg, irgendwo ist das IT-Dien. So, hoch da. Alter. Alter. Ist das ein fucking Triceratops-Kopf? Oder ein Dino-Kopf? Oder ein Drachenkopf? Ich weiß nicht, was es ist. Ist aber cool. So, ist hier oben irgendjemand? Nö. In der Burg gefühlt auch keine Menschenseele. Und das IT-Dien ist da ganz hinten hinter der Burg, oder was? Jo. Oha, das große Nichts. Sehr neblig gerade da, in der Richtung. So, Itidin. League. League. Perfekt, das haben wir auch abgeschlossen. Dann können wir jetzt zu den Hügelgräbern tatsächlich. So, die haben wir alle. Da sind die Hügelgräber. Da geht's am schnellsten hin. Ich möchte mal wieder, dass es hell wird. Im Hellen sah diese Welt richtig schön aus, dieses Gebiet. So, bringt es mir jetzt noch was, die zu verhören? Ich könnte eine Todesdrohung ausstellen, aber... Ja. Crazy auch, dass diese krassen Leute hier in der ersten Reihe absolut eskalieren, ne? So, haben wir hier alle aufgedeckt mit den Schwächen und so? Yo, außer ihnen hier. Spiele Aufträge, um mit diesem Charakter zu interagieren. Okay. Wir können ja einfach mal eine Todesdrohung aussprechen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Todesdrohung ausgesprochen. Ausrüstung höherer... Der reitet jetzt einen Karagor. Okay. Leute, ich würde sagen tatsächlich, dass wir das Hügelgrab doch erst im nächsten Part machen. Ich bedanke mich bei euch aber fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.